hier zur nächsten Folge von GTA 5 im Online-Modus. Wieder weiterhin mit der lieben Snooki. Hi. Hallöchen. So, ganz kurz zur Einleitung von diesem Video. Wir hatten das ja schon im letzten Part gesagt, wir wollen das alles so ein bisschen auf RP machen. Wir kommen jetzt gerade vom letzten Heist. Wir haben eben mit dem Ezu und mit dem Frank, also mit Olaf und dem Frank, den letzten Heist durchgemacht. Und da das für Snooki das erste Mal war, dass wir jetzt alle komplett Heist durchhaben, hat sie mal eben eine Million, glaube ich, gekriegt. 1,4 sogar. Genau, also 400.000 für den Auftrag und 1 Million dafür, dass sie das erste Mal alle Heist abgeschlossen hat. Und ja, was macht eine Frau mit so viel Geld? Ja, in erster Linie shoppen. Für diesen Zweck sind wir hier jetzt schon mal zum Waffenladen gefahren. Und hier würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Und wir hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß an der Fahrt habt. Ja. So, dann los. So. Eine anstrengende Sache eben gewesen, ne? Aber hast du echt gut geregelt. Ja, hat auch Spaß gemacht. Ja. War ein bisschen hartig teilweise, aber ist gut gelaufen. Ist da schon wieder Stau? Was? Wo? Und hier gucken wir mal wieder mit so einem Proletengeländewagen hier, ne? Mein Gott, in der Großstadt. Für ja. Was denn? Wofür? Als ob der jemals das Gelände sehen würde. Ach. Hallo, sie da. Kein Kratzer? Ich frage ihn mal. Hallo, Sir. Ma'am, ich weiß nicht. Ich habe mal eine Frage. Kommen Sie doch mal raus. Hier muss ein Polizist in der Nähe gewesen sein. So, hallo? Hallo, nun laufen Sie doch nicht weg! Hallo? Oh, Vorsicht, Vorsicht, pass auf. Sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Es ist unglaublich. Ja. Ich muss mal eben ganz kurz. Willst du mit oder soll ich dich zu hier warten? Ich komme natürlich mit, gar keine Frage. Warte. Ja gut, ist mir jetzt auch egal. Nein, wir haben keine Zeit. Wir kommen dann gleich wieder her. Wir kommen gleich aufs Einkaufen zurück. Da will man nur mal was fragen, weißt du? Und schon hat man hier die ganze Polizei auf dem Hals. Was ist nur aus Los Santos geworden? Ich habe dir schon mal gesagt, in der Stadt, die Leute, entweder du kriegst gar keine Antwort, oder du wirst beleidigt oder verprügelt. Oh. Falscher Fall. Können Sie nicht gucken, wo wir hinfahren? Ja, bitte auch. Unfassbar, unfassbar. Ja. Ich kann das auch nicht verstehen. Da geht man seiner ehrbaren Arbeit nach und wird überall hier quasi torpediert. Torpediert, ja. Sage ich. So, würdest du mal, ich habe vergessen, das Navigationssystem kurz. Aber selbstverständlich. Obwohl, nee, brauchst du gar nicht, sehe ich schon. Meine so, Güte. Wie wenn wir nie weg gewesen wären. Achso, jetzt hätte ich die Tür natürlich aufmachen können. Entschuldige. Nicht schlimm. Alles gut. Wolltest du nicht? Hörst du mich noch? Ja. Du sitzt noch im Auto? Nee, jetzt ist sie hier. Du kannst zaubern. Ich habe durch die Seitenscheibe runtergedreht. Ach, bist du durchs Fenster rausgeklettert? Ja, da passe ich ganz gut noch durch. Okay, schade, hätte ich gern gesehen. Hallo, rasen Sie nicht so. Hallo! Diese Raserei, das ist unfassbar! Dann dreh ich ab! Flippig aus! So. Genug ausgeflippt. Aber sei vorsichtig da an der Straße, ja? Du weißt, wie die fahren. Ja. Bitte nach ihm. Obwohl, ich könnte ja auch die Tür aufhalten. Ja gut, dann gehen wir genau einsam durch. Hallo, guten Tag. Hallöchen. Hey, Ernesto. Auch mal wieder Schicht? Cool, hi. So, ich glaube, ich brauche nichts. Du brauchst nichts. Nö. Na, Ernesto, zeig mal, was hast du Neues im Angebot? Ach doch, nicht die Billigknarre. Das ist mir egal, ob das Angebot gut ist. Ich kaufe doch keine Billigknarre. Was hast du denn hinten noch so rumliegen? Ernesto, die guten Sachen bitte, ne? Ich hab's dir schon mal gesagt. Och ja, da sehe ich gerade. Oh, ich hab einen Fleck im Gesicht.
Ein Gefechts-MG könnte noch ein größeres Magazin vertragen. Und ein Zielfernrohr. Na, gucke mal. Wie, das hast du gerade nicht da? Was? Wie kann man sowas nicht da haben? Was soll das heißen? Wer zuerst kommt, der kauft zuerst. Aber wie redest denn du eigentlich mit mir? Ey, unglaublich. Wollt ihr dich gerade rausschmeißen? Ja, hat mir einen schönen Hallo? Tag gewünscht. Also. Ernest, soll ich dir mal was sagen? Soll ich dir mal was sagen? Du? Ja. Der ist für dich. Yeah. Ja. Have a fucking nice day. Also ich bin raus hier. Ich folge dir. Ha! Was ist denn los mit ihm? Das ist mir ja noch nie passiert. Das ist auch. Ich finde das auch unverschämt. Und was willst du dazu sagen? Hä? Was ist denn da vorne los? Wieso steht der an der Ampel mit der offenen Tür? Lass uns hier wegfahren. Das ist die Gegend, ist mir nicht. Ja, hier hat ein Verbrechen stattgefunden. Nee. Also mir ist die Gegend hier nicht geheuer. Meine Güte. Wo würdest du denn? Ich stell dir den Navi ein, hm? Ja, jetzt hättest du ja nicht gleich umdrehen brauchen. Also ich kenne mich mit dem Navi von deinem Auto hier nicht so aus. Ich hoffe, das ist der gute Laden, ja? Ja, wir werden sehen. Also in den Billigladen. Ansonsten fahren wir weiter. Ja. Und schon wieder Sirene. Meine Güte. Kann man denn hier als ehrbarer, unbescholtener Gangster nicht mal in Ruhe einkaufen und sein sauer verdientes Geld ausgeben? Habe ich letztens auch, als ich hier das Koks transportiert habe, was ich den Drogendealern abgenommen habe, weißt du. Auch wieder nur irgendwelche Verbrecher auf den Straßen. Du kannst hier nicht in Ruhe deine Arbeit machen. Ja. Aber wenn Junkies. Ich mir die Gegend hier angucke, ist das nie im Leben der gute Laden. Nee, das halte ich für ausgeschlossen. Das hier möchte ich eigentlich ungern, dass du einkaufen gehst. Warte, ich suche der andere. Ich weiß ja ungefähr, wo der liegt. Ansonsten Moment. Kannst du es erstmal auf zu Hause einstellen, so mache ich das eigentlich immer. Na, der wird doch zu finden sein, oder nicht? Ja. Ah, hier. Glaube ich. Besuchen wir den. Dann versuchen wir den. Rechts frei? Alles gut. Nee, also ein Unding hier die Stadt. Ich hab's dir ja gestern Abend schon gesagt. Na? Ja. Also wenn's mich nicht hierher verschlagen hätte, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde hier vielleicht wieder wegziehen. Obwohl ich ganz froh bin, dass es mich hierher verschlagen hat. Ja, ich find's also auch schön mit euch hier, so mit der Crew, aber die Umgebung, der Rest von der Nachbarschaft, ich meine, du weißt ja selber, was vor dem Tower die ganze Zeit los ist. Ja. Ständig Polizei. Guck nach links. Ist doch eigentlich ein Auto für einen Förster, oder sehe ich das falsch? Ja, Forsthausfall, genau. Wieso fährt der mal rot? Hallo? Wir fahren einfach mal mit. Braucht man sowas in der Großstadt? Nein. Der fährt hier ganz schön unvorschriftsmäßig. Also ich glaube ja kaum, dass er irgendwo ein Reh erlösen muss. Also, guck dir das an, wie der rast. Es ist aber eigentlich nicht unser Stammladen. Nein. Aber es sieht teuer aus. Also es sieht passig aus. Also es ist die gleiche Kette. Ist die neu? Warte. Oh, danke. Bitte? Ich glaube, der ist neu eröffnet hier. Ja, ich... Also, weil es fehlt ja unser Parkplatz. Nee, aber die Gegend hier ist annehmbar. Also jetzt nicht unser Standard, aber annehmbar. Naja. Wenn der Laden neu ist, dann gucken wir mal, was wir so neu im Sortiment haben. Tag. Schönen guten Tag.
Also zuerst hätte ich gern mal eine Tasse Kaffee, bitte. Ich gehe mich schon mal umgucken. Hallo. How are you? Oh Gott, aber Ihre Schwester bei der gleichen Kette, sie kommen mir so bekannt vor. Vielleicht ziehe ich mich auch mal um. Also ich fange mal bei den Schuhen an, das geht ja am schnellsten. Ich ziehe jetzt Öko an. Was? Ich ziehe jetzt Öko. Du gehst wohin? Schuhe. Und du hast gerade gesagt, das geht am schnellsten? Ja. Ah ja. Nicht? Also ich bin der Meinung, das geht Schuhe, immer das recht geht am schnellsten. Schuhe. Ich kaufe Schuhe. Das gerade. Ach, die sind ja auch nett. Nee. Oder? Ich weiß auch nicht. Die haben keine Riemchen. Die haben zu viele Riemchen. Nee, zu pink. Wobei, zu pink geht eigentlich gar nicht. Geht zu pink? Nein. Nein, zu türkis. Ja, die sind nicht türkis genug. Zu zickzack, zu lila, zu wenig lila. Olivgrün, mein Gott, Olivgrün ist ja sowas von 1980. Oh Gott. Das kann dauern. Dschungelhalbstiefel. Oh, ja, ja. Schön. Ach, die hast du da gar nicht an. Ja, wenn ich mich vielleicht mal fürs Dschungelcamp anmelde. Das wirst du garantiert nicht tun. Nicht? Nein? Nee, da bräuchte ich ja auch die. Oh, wie wärst du mit denen hier? Guck mal. Da. Ja. Hm? Die sind pink. Macht einen schlanken Fuß. Ich meine, aber passen vielleicht nicht so ganz zu deinem Arbeitsoutfit. Was? Findest du? Die sind pink. Ja, eben. Alles andere ist zweitrangig. Ich halte das nicht aus. Oh, die gäbe es auch noch in lila. Wie wär's mit lila? Unbedingt. Hm? Unbedingt. Na? Ja. Jetzt sag doch auch mal was. Du bist mir überhaupt keine Hilfe. Ja, sind schön. Kauf sie zweimal. So dauert es alles nur umso länger. Siehst du, jetzt haben wir ja schon du zögerst das alles so raus. Was? Vielleicht auch mal keine Hochhacking, oder doch? Frau Snu. Oh, hier gäbe es Stiefel passend. Wenn ich Klamotten einkaufen gehe, Sie erinnern sich vielleicht. Wie lange dauert das? Na? Also auch Na? Schon 2-3 Minuten. Ja, eben. Haben Sie mal einen Kaffee und dafür die Dame und für mich einen Schnaps. Für den Herrn bitte keinen Schnaps, der muss mich noch fahren. Danke. Wie kannst du hier einen Schnaps bestellen? Hören Sie nicht auf Sie, das ist in Ordnung. Unglaublich. Machen das jetzt und bringen mir einen kleinen Schnaps und dann lege ich noch was auf die Rechnung drauf und dann klären wir das. Was tuschelst du da? Nichts. Du kannst dir doch in so einem hochpreisigen Laden keinen Schnaps bestellen. Wo steht das? Dann nimm Prosecco. Ein Prosecco für die Dame. Sofort. Oh Gott, hochhackige Turnschuhe, das ist ja 1990. Ach, wobei, die gibt's auch in Weiß. Dann sind die natürlich nicht 1990. Nein, dann sind die up to date. Achso, ich dachte, dann sind sie 1995. Plateau-Turnschuhe? Nein. Ich zieh jetzt meine Lieblingshose wieder an, so. Das sehe ich ja aus wie Lieschen Müller von nebenan. Auf gar keinen Fall. Oh, Ballerina. Gibt's ja ein Weiß? Wenn Hallo, haben Sie die auch in ganz Weiß? Wo ist sie denn noch? Wo bleibt denn eigentlich mein Kaffee? Nette Auswahl haben die hier. Ja. Ich hörte davon. Ja, finde ich gut, dass jetzt hier auch ein Laden aufgemacht hat. Och, die sind ja auch... Nee, das ist ein blöder Laden. Nee, die sind zu türkis. Zu rot, zu hellbraun, die sind zu flach, zu flippig. Ne, die sind ja unmodern. Die haben meine Hose nicht. Nimm mal irgendeine. Nein. Was nein? Ich nehme gar keine. Tja. Die haben meine Hose nicht. Haben die denn auch Ohrringe? Erinnere mich bitte daran, sich Jean-Baptiste bitte hier eine E-Mail zu schreiben. Was suchst denn Spezielles? Ja, das... ach, vielleicht, weil ich... Nee, vielleicht passt das nicht dazu.
sowas passt. Du weißt genau, welche Hose ich suche. Also wenn es die ist, die ich befürchte. Ja, das ist sie. Dann bin ich froh, dass sie die nicht haben. Ich meine, zum Glück habe ich einen im Schrank zu Hause. Die muss ich irgendwann nochmal zeigen. Erinnerst du mich dran? Nehmen Sie sie aus dem Lager und verbrennen sie im Feuer des Schicksalsbergs. Danke. Ja, was? Ich habe meine ja schon. Die muss ich irgendwann zeigen. Erinnerst du mich dran? Nein. Diese Hose existiert nicht. Doch. In meinem Schrank. Was sind denn das für Billig-Ohrringe? Platin-Pendel, 35.000. Das ist ja nun wirklich so. Ich dachte, das ist ja ein besserer Laden. Hose. Was haben sie denn für... Ach, Jeans. Nee, Jeans stehen wir nicht. Ach, warst du mit Schuhen schon durch? Nein, ich dachte, ich lasse mir jetzt nochmal durch den Kopf gehen und, ich hab's mir überlegt. Dann noch ich mal. Möchte ich keinen ja Schnaps. Nur kurz. Ich will nur mal kurz gucken. Ja, ja. Nur mal kurz. Also, kein Schnaps. Du? Doppelt, bitte. Was? Was sagst du? Nichts. Okay. Lass dir Zeit, habe ich gesagt. Oh, Cargohosen. Nee. Okay. Oder? Nein. Naja. Warum auch? Nein. Um Gottes Willen. Pink Camouflage? Ja, pink. Waldtarn-Cargo. Wie hoch sind die Aussichten, dass wir mal eine Ausfahrt in den Wald machen? Groß. Groß? Natürlich. Da muss ich eine Waldtarn-Cargo-Hose suchen. Zwingend. Oh, die gibt es auch in Wüstentarn. Oh, ja, wir kommen auch sicherlich mal in die Wüste. Stadttarn? Na klar, die weiße Cargohose ist in meiner Größe natürlich was? Wieder nicht vorrätig. Was sagst du? Nichts. Hast du was gefragt? Nein. Okay. Kannst du mal fragen, wann sie die weiße Cargohose in meiner Größe wieder reinkriegen? Danke. Wann bekommen sie denn, hallo, die weiße Cargohose in ihrer Größe wieder rein? Leider nie. Was? Ja. Und ich habe immer noch keinen Kaffee. Ich denke, du wolltest ein Prosecco. Nein, der ist für dich. Du sollst dir hier keinen Schnaps ich bestellen. Wie doch sieht kein denn Prosecco. Das aus? Nein, Mann. Meine Güte. Rotkarierte Mini. Oh Gott, das ist. Oh ja, bitte. Nein. Faltenrock. Na, also nach sowas frage ich mal in 60 Jahren oder so. Beim Mini komme ich doch gleich näher. Faltenrock. Haben Sie einen Rock, der zu meinem Gesicht passt? Faltenrock im zweiten Stock. Schenkelklopfer. Ja. Oh, ein Waldtarn-Faltenrock. Oh, jui. Mini. Heißt das da und vielerlala. Wieso gibt's denn im Mini nicht in Weiß? Weiß ich nicht. Oh, hellrosa Faltenrock. Nein, der ist zu kurz, der ist zu lang. Der ist zu faltig. Zu schwarz. Lieber eine Paillettenmini. Pfui. Schwarzer Mini? Nein. Mädel. Hast du was gesagt? Nein. Ich doch nicht. Nee, geht gar nicht. Nein, geht nein, das geht auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Was sind denn Chino-Hosen? Mein Gott. Sehe ich aus wie ein Hippie oder was? Nicht wirklich. Peace. Schwarze Zipper-Lederhosen. Nein. 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 Also die Auswahl hier, ich weiß nicht. Vielleicht könnte man dann, wenn wir hier durch sind, nochmal einen anderen Laden anfahren. Unbedingt. Ginge das denn? Dingeling. Oh, mein Handy. Dingeling. Natürlich geht das. Für dich geht alles. Das ist schön. Oh nein, das probiere ich nicht an.
Aber ich bezweifle, dass die großartiges andere Sortiment haben. Es ist ja die gleiche Kette. Naja, man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben, gell? Also ich meine... Du liebe Zeit. Nein, die Leggings. Turmhosen. Nein. Bikini. Nein. Zu frisch draußen für ein Bikini. Was? Es ist zu frisch draußen für einen Bikini. Ja, es ist draußen. Oh, ich schwitze. Das ist diese Hitze. Die Sonne kommt draußen auch direkt. Also. Hörst du mir denn nicht zu? Doch, doch. Nein, nein. Also, guck mal. Ich guck mal, wie kalt das draußen. Ja, mach mal. Aber ich finde es zu frisch für ein Bikini. Och, ist das hier warm. Oh, da muss ich mich ja gleich mal... Oh Gott, das ist ja heiß hier. Findest du? Fand ich jetzt nicht. Ja, da möchte ich mich gleich zum Sonnen hinlegen. Guten Tag. Also die Brillen. Wo sind denn hier die Jacken? Vielleicht ein neues Jackett. Ein Blouson? Oder ein T-Shirt? T-Shirts kann man ja auch nie genug haben zum Wechseln. Ja. Oder soll ich nochmal die Schuhe gucken? Mhm. Und mal gucken, was haben sie denn an Damensackos? Nein, wer zieht denn sowas an? Nee. Ich halte sie mal aus, ich muss erstmal. Lieber Gott. Was sagst du? Nix. Oh, den gäbe es noch in Weiß. Nein, es ist ja hellgrau. Meine Güte. Was ist das denn? Ein schwarzer Frack? Oh, ein pinker Blazer. Hm. Nein. Nein. Der ist zu kurz. Macht einen dicken Hintern. Was? Zu kurz gibt's nicht. Willst du das wissen? Du guckst ja gar nicht. Ja, ich komme gleich um die Ecke. Ich bin gleich wieder völlig für dich da. Alles in Ordnung mit dir? Du klingst komisch. Ja, alles super. Ja? Ja, ja. Okay. Ist perfekt. Uiu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 i. Uch! Egal, einer geht. Muss ich wirklich nicht gucken kommen? Ja, alles gut. Okay. Alles perfekt. Hm? Was? Oh, ein offenes Smoking. Nein. Du liebe. Junge Dame, was sehen Sie gut aus? Und räumen Sie da hinten voll Umkleidekabinen mal auf. Das sieht ja schlimm aus. Du kommst klar, ja? Hallo. Du. Hallo. Pelzjacken. Nein, nein, ich kaufe keinen Pelz. Pfui. Du hättest hier aber einen Pelz verdient. Ja, ich bin aber ein großer Anhänger von diesem Motto, lieber nackt als Pelze tragen. Das ist gut. Ja, das alles für ich die auch. Tierlein. Alles für die lieben Tierlein. Ja, das ist gut. Ich fahr mal zur Tankstelle, ich habe kein Bier mehr. Bier? Was für Bier? Wieso Bier? Was? Wo ist er hin? Er fährt zur Tankstelle. Hallo, Sie da? Ich komm gleich wieder. Haben Sie den jungen Mann gesehen, mit dem ich reingekommen bin? Ach da. Oh. Lu? Ich komm gleich wieder. Was machst du denn da? Bier holen. Du kannst doch jetzt nicht fahren. Komm raus da. Steig ein oder bleib draußen. Steig sofort aus, du Plan. Nein, ich fahr jetzt. Willst du mitfahren oder nicht? Dem Auto. Gib mir den Autoschlüssel. Willst du mitfahren oder nicht? Her mit dem Autoschlüssel. Nun komm, hab dich nicht so. Ich war noch gar nicht fertig mit Einkaufen. Wir kommen auch gleich wieder her. Ich brauche ein paar Bier. Nein, steig aus jetzt. Los. Du brauchst kein Bier mehr. Zieh dir was an. Wie siehst du denn aus? Blue. Ja, ich hab dich gefragt. Man fährt einfach mit der Crew zum Einkaufen, das hat man. Ich bin wieder da. Willst du jetzt mit oder nicht? Also entschuldigen Sie bitte, das wird nicht mehr vorkommen.
Da ist er ja wieder. Blue. Aber ich warte jetzt. Ich fotografiere mich. Du, hallo? Was tun Sie denn da? Also, Frechheit. Und Sie gucken nicht so. Weiter geht's. Oh, oh. Sind Sie noch ganz dicht? Jetzt sag ich. Du fliegst du nicht. Jetzt! Ich, genug! Wer mich beim Einkaufen stört, wird schon sehen, was er davon hat. Lu? Lu? Hast du beim Einkaufen gestört? Das geht nicht. Nimm den Finger vom Abzug. Alles klar. Wir sollen fahren. Wir sollten fahren. Ja. Möglichst schnell, möglichst weit. Wo kommen hier alle her? Ja, keine Ahnung. Muss irgendwas messen. Heißt, ich bin kein Geld. Und du kannst sicher fahren, ja? Ja, sicher. Schlechter als sonst kann es nicht werden. Also so schlecht fährst du ja normal nicht. Was wollen die denn jetzt alle? Ich habe auch keine Ahnung. Hast du wieder irgendwas gemacht? Nein, ich war einkaufen. Ja, einkaufen. Hast du dich denn jetzt für irgendwas entschieden? Also einkaufen ist ja übertrieben. Ich wollte einkaufen. Ne? Ich war ja noch bei der Vorauswahl. Arsch! Du Automat. Unfassbar. So, seht ihr das? Ja, ja, das ist für euch. Bitteschön. Der ist für dich. Dich. Ja. Oh, nein, wir halten das Auto nicht. Nee, besser nicht. Warum auch? Ich bin auch, glaube ich, so gar kein Spaß. Hallo! Ich hab neue Schuhe. Man fasst es nicht. Ein schönes Auto. Hat uns der Polizist gerade beleidigt? Das kann durchaus sein. Das will Konsequenzen. Ja, das hat Konsequenzen. Kommt ihr doch mit euren schrottigen Polizeiautos eh nicht mehr hin, was sonst? Gibt's doch gleich auch. Aber blutig frische Luft scheint dich wieder auszunüchtern. Oh ja, Gott sei ich Dank. Ja? Da habe ich sowieso dann noch ein Wörtchen mit dir zu reden. Worüber denn? Können wir das direkt machen? Das möchtest du nicht. Konzentrier du dich lieber aufs Fahren. Voll konzentriert. Eine Frechheit. Und ich hatte mich fast schon für ein paar Schuhe entschieden. Oh, wer baut denn wette? Kann ich meinen Förster einweiben? Merke die Schuhe einfach vor, wir kommen darauf zurück. Ja. Merk schon. Du weißt, dass Tiffany kein Geländewagen ist, ja? Oh, bleib flacke. Wer baut hier bloß überall so bescheidene Leitplanken? Was macht denn der Hubschrauber da? Kein Mensch. Schießt da jemand auf uns? Ja, der Hubschrauber von oben. Oh. Ich habe auch irgendwie keine.
keine richtige Waffe da. Und aussteigen mag ich auch nicht. Das kann ich nachvollziehen. Ich kann dir ein bisschen aushelfen. Nein! Willst du nicht wieder runter, lieber auf die Straße? Ja, natürlich, ne Leiter. Da fängt sie an. Oh. Jetzt wird es ein bisschen. Ja. Jetzt haben wir ein scheiß Problem. Einfach fahren. Ja, ich würde gerne, aber wir hängen hinten auf. Ich habe noch ein bisschen Fahrzeug. Wir hängen hinten auf. Ich will hier nicht sterben ohne Mischung. Ja, wir kommen hier nicht mehr weg. Ich bin jetzt gleich tot. So, was schön mit dir. Nein! Ja, wir hängen hinten auf. Ich kann nichts machen. Wohin? Ich weiß nicht, wo dann jetzt halt ein bisschen rauschen. Die schießen mit Hochschauer. Er hat den Schuhkauf nicht überlebt. Das werdet ihr wissen. Ich denke ja nicht. Ich hab Schuhe, ich will einen neuen Anzug. Was habe ich? Nix. Und der, den ich jetzt anhabe, ist versaut. Ja, ich denke, wir kommen aber auch mal für das Hallo, hier bin ich. Au, 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 au. Toll. Wo ist denn eigentlich mein Auto? Ich hol mir jetzt irgendein Auto. Wir kommen aber dafür dieses Video auch mal zum Ende. Ihr seht, so kann ein Schuhkauf enden. Bist du gestürzt? Ja. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn wir nicht so viel Produktives in diesem Video hatten. Ja, dafür war es auch gar nicht gedacht. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, schönen Dank fürs Zuschauen und bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.